Das Edelmetall Gold gilt für viele als der sichere Hafen und gehöre mit gut 10% als Mix ins Depot mit rein. Bei mir ist die Finanzjournalistin und Buchautorin Jessica Schwarzer. Sie sind nicht so der ganz große Goldfan. Warum? Also wenn es um Schmuck geht, wie man sieht, finde ich Gold ganz schön. Aber im Depot, ehrlich gesagt, überflüssig ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber ich bin wirklich kein großer Gold-Fan. Und das liegt einmal daran, dass es eben weder Zinsen noch Dividenden gibt. Gut, nun kann man natürlich sagen, die Zinsen gibt es auch sonst nicht mehr. Aber ich finde einfach dieses Argument, sicherer Hafen, ich kann ihm nur begrenzt was abgewinnen. Man kann sich auch Bundesanleihen ins Depot legen, dann hat man auch einen sicheren Hafen. Also Gold nicht so meins. Okay, also man hat keine Dividenden, man hat keine Zinsen, aber trotzdem ist Gold ja seit Tausenden von Jahren da und hat auch einen gewissen Gegenwert. Ja, natürlich, das ist so. Es gibt eben Barren und Münzen, die sich aber ins Depot, beziehungsweise in dem Fall in den Tresor zu legen, kostet natürlich auch Geld, nämlich Tresormiete, das vergessen viele immer. Man kann natürlich auch über Xetragold in Gold investieren, dann hat man das Problem nicht, klar. Es gilt als sicherer Hafen, wahrscheinlich auch, weil es so lange und so beständig ist. Ein Unternehmen kann mal pleite gehen, Gold gibt es irgendwie immer. Es hat auch zuletzt gut performt, im vergangenen Jahr ja auch gute 20%. Das ist natürlich super, aber es gibt eben auch lahme Goldjahre und langfristig schlagen Aktien Gold. Würden Sie denn, wenn überhaupt, wirklich in physisches Gold investieren oder über andere Wege in das Produkt Gold investieren? Na, das ist natürlich Geschmackssache, wie man es gerne hätte. Ich würde aber, wenn überhaupt, eher Xetragold wählen, damit man eben nicht diese Transaktionskosten, diese Nebenkosten hat mit Tresormiete etc. pp. Wie sollte denn ein Mix so im Depot wirklich aussehen? Na, das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Das kommt immer darauf an, was ich für ein Anlegertyp bin. Scheue ich das Risiko oder gehe ich gerne mal ein Risiko ein? Dann kommt es natürlich auch darauf an, was ich für einen Anlagehorizont habe und was für eine Lebenssituation ich bin. Grundsätzlich würde ich sagen, Aktien gehören in jedes Depot. Auch ganz konservative Anleger sollten in Aktien investieren. Naja, und wer unbedingt diesen sicheren Hafen Gold im Depot haben will, 5 oder 10%, da spricht nicht wirklich was dagegen, aber ich würde diese 5 oder 10% anders investieren. Sind irgendwelche anderen Edelmetalle noch interessanter? Ja, aber da wird es dann noch spekulativer. Spannend ist das bestimmt, aber würde ich auch eher die Finger von lassen. Sagt Jessica Schwarzer, Finanzjournalistin und Buchautorin. Vielen Dank, dass Sie hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer.